Herzlich willkommen zurück zu TTIP und hier nach Hamburg ins Innovation Campus. Wir gehen in die vorletzte Runde heute und ich habe gerade schon erwähnt vorhin, es gibt beim Thema regionale Abkommen und Regulierung ja auch so ein ganz spannendes klassisches Beispiel, nämlich die Frage, wo kommt was her und warum darf was wie heißen? Auch nochmal auf CETA und das kanadische EU-Abkommen zurückzukommen. Dort ist es der Kommission wohl gelungen, den Schutz von 150 regionalen Produkten, Lübecker Marzipan, bayerisches Bier und ähnliche Geschichten auf Kanada auszuweiten. Macht Ihnen das Mut für TTIP, lieber Jürgen Knirsch? Die Liste der Europäer war deutlich länger, was gefordert worden ist. Ne? Das ist, glaube ich, 10% ungefähr, was denn durchgesetzt worden ist. Man muss immer gucken, ob es entsprechende Produkte auch in Kanada gibt, die hier exportiert werden könnten, um quasi den mit deutschen, europäischen Produkten konkurrieren zu können. Haben Sie mal nachgeguckt, ob der Schwarzwälder Schinken tatsächlich von glücklichen Schweinen aus dem Schwarzwald kommt? Das Problem ist, dass die Vorgaben der EU da auch nicht besonders gut sind, sondern widersprüchlich. Ne? Also Sie wissen, wir kennen ja alle, dass der Schwarzwälder... Nein, es gibt drei unterschiedliche Formen der Herkunftsbezeichnung. Eine ist nur, dass es in der Region dann am Ende zusammengebaut oder so produziert werden musste. Und die Zutaten können aus aller Welt kommen. Bis hin die stärkste Fassung ist, dass alles in der Region auch angebaut und verarbeitet werden musste. Allerdings extrem wichtig für unsere ganzen Südeuropäer und Franzosen, wenn da kein sauberes Abkommen zustande kommt, wird das Abkommen scheitern. Wenn Sie die richtigen Leute gewinnen lassen, ist das kein Thema. Okay, verstanden. Wollte nicht abwürgen, Entschuldigung. Nein, haben Sie mich, die war eh fertig. Okay. Lassen Sie uns mal einen Schritt zurückgehen, weil wir jetzt alle komplexen Themen, glaube ich, mal so an einer bestimmten Stelle durch haben. Wer aus Ihrer Sicht braucht TTIP wirklich? Warum? Wer hat was davon? Wir haben Statistiken und Untersuchungen, wonach das Wachstum in den Märkten Amerika oder Europa auf 10 Jahre irgendwo zwischen 0,05 und 1% ist. Je nachdem, welche Untersuchung, welche Methoden, hat man das eine ein bisschen höher, das andere niedriger gerechnet. Es gibt die Chemiebranche, die relativ gut und viel auch über den Globus und den Atlantik schippert, ja. Aber wer hat wirklich ein ernsthaftes Interesse an TTIP, dass man es heute, übrigens fast 20 Jahre nachdem es schon mal ein gescheitertes erstes Handelsabkommen in dieser Richtung gab, was auch an der Öffentlichkeit im Übrigen kaputt gegangen ist, also sprich am Widerspruch. Warum brauchen wir das? Was hat wirklich wer von uns davon, wenn es TTIP gibt und wer nicht? Die zukünftigen Generationen in Europa. Es gibt keine Region der Erde, die so viel zu verlieren hat, einen so hohen Wohlstand hat auf relativ kleinem Raum und eine mit Verlaub so alte Bevölkerung. Ich sage das in der Deutlichkeit, weil die demografische Krise, vor denen Deutschland steht, im Besonderen aber Europa insgesamt, wir nicht schaffen werden, ohne dass wir international weiter vernetzt auch im Handel sein werden. Wenn wir glauben, wir können sozusagen unter uns regeln, wir bleiben mal schön unter uns und die anderen sollen mal ihr Ding machen, dann werden sie uns nicht nur abhängen, sondern dieser Kontinent, Deutschland im Besonderen, wird im Wohlstand darunter leiden. Die Altersarmut ist nicht nur eine Frage, wie viel schaffe ich zurückzulegen für mein Alter, sondern wie viele junge Menschen kommen nach. Und ich plädiere, das ist am Ende des Tages auch eine Frage von Weltoffenheit. Und Welthandel und Weltoffenheit komplett zu trennen, wird nicht funktionieren. Wer mal in Asien, auch in den USA unterwegs war, ich habe selbst ein Jahr in den USA gelebt, der weiß, dass das in vielen Regionen in den meisten zusammenfällt. Deswegen mein Plädoyer, passt auf, dass wir das nicht auseinanderdividieren, zu hoffen, wir können es unter uns regeln. Die anderen sollen mal ihren Handel treiben, wir halten schon unseren Wohlstand. Der steht nicht im Grundgesetz, der steht auch nicht in der europäischen Verfassung, sondern der wird am Ende immer wieder erwirtschaftet und das braucht internationale Aber Herr Dürr, wir haben jetzt schon Handel mit den Amerikanern, wir haben schon gegenseitige Investitionen. Also ich glaube, wir haben Interesse, es auf hohem Niveau zu halten. Ja. Und wir haben vorhin gehört, die Zölle sind eigentlich gar nicht das Problem. 5-7% sind sie sowieso verschiedene. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass dieser eine Vertrag unsere Probleme auf einmal alle lösen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wäre spannend, ich habe verstanden. Sagen Sie doch mal, was ist Ihre Sicht? Wer braucht TTIP? Lass uns mal bei der Frage bleiben, für wen machen wir das? Wer hat was davon? Haben die Verbraucher was davon? Haben die bestimmten Branchen was davon? Wer profitiert von TTIP wirklich? Das sind einige große Branchen, nicht die kleinen und mittleren Unternehmen, die immer genannt werden, sondern Automobil- und Chemieindustrie. Die haben viel weniger Schwierigkeiten beim Marktzutritt. Die kleinen, mittleren Unternehmen Lassen haben die Lassen Sie uns doch mal alle unsere Antwort geben. Aber es ist vor allen Dingen die EU als solche, die einfach das Problem hat. Uns geht es relativ gut, aber den anderen, die Situation lässt sich nicht übertragen auf die anderen 27 Mitgliedstaaten. Da werden Hoffnungsstrohhalme
in die Welt gesetzt mit den 545 Euro für eine vierköpfige Familie mehr Einnahmen im Jahr, die dann dazu führen, dass man mehr Urlaub machen kann und damit... Sie haben gemerkt, dass ich keine Statistik vorgelesen habe. Ne? Ja, aber... Bitte auch nicht. Was? Lass noch mal, ich, also, lassen wir uns doch mal... Großindustrie. Bleiben wir doch mal ist ehrlich. Bleiben wir doch mal ehrlich. 545 Euro für eine vierköpfige... Nee, nicht darüber. Haben wir doch durch. Das haben wir, wollen aber wir das sind die Zahlen, mit denen... argumentiert wird, ja, dass uns das alles Wohlstand bringt. Ich diskutiere hier nicht über diese Zahlen und ich will sie auch gar nicht falsch machen oder richtig machen, weil ich kann es nicht nachprüfen und Sie auch nicht. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass die EU-Kommission oder die EU als solche, das ist ja nicht nur die Kommission, sondern auch der Rat, eine ganze Reihe von Problemen hat. Und die Lösung, die in den Raum gestellt ist, wir brauchen mehr Handel. Und um diesen mehr Handel hinzubekommen, brauchen wir mehr Handelsabkommen. Also TTIP ist ein Vehikel, um die Europäische Kommission wieder eine Daseinsberechtigung zu geben. Nein, verstehe ich das richtig? Um Europa eine vermeintliche Perspektive zu geben. Verstanden. Frau Heidung. Also ich denke mal, es ist klar, zum Beispiel aus auch deutscher Sicht zu beantworten, dass so eine exportstarke Wirtschaft, dass es dort Branchen gibt, die sich natürlich freuen, wenn der Export Erleichterungen bekommt in einen anderen großen Markt. So, das kann ich erstmal nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber als Politikerin, die das Gemeinwohl im Blick haben möchte und als grüne Politikerin, die auch mit einer langen Perspektive auf unseren Globus guckt, dann würde ich sagen, wem TTIP nützt, hängt davon ab, was aus TTIP wird. Weil so, wie es jetzt vorliegt, wird es sowieso nichts werden. Da, glaube ich, sind wir uns schon mal ziemlich einig. Da gibt es viel zu viel Widerstand. Wenn die Amerikaner sich bei den Investorenschiedsgerichten nicht bewegen, wird das nicht klappen. Und wenn man bei dem Thema Nachsorge versus Vorsorge nicht zusammenkommt. Also ist TTIP im Prozess, und zwar in einem ziemlich langen noch. Wenn das klappt, und das fand ich sehr gut, was mein Kollege gesagt hat aus dem Europaparlament, dass wir die Zielsetzung des globalen Handels mit anderen Qualitäten versehen, die nicht nur heißt, je mehr Handel, desto besser, sondern die Qualitäten in den Handel kriegen, dann kann TTIP auch helfen, zum Beispiel internationale Ziele von Entwicklungszusammenarbeit, von einem fairen Handel zu beleben. Das sagt jetzt die Optimistin Anja Heiduck. So wie das im Moment angegangen ist, gibt es nicht so viel Grund zu Optimismus, aber man kann ja auch dafür kämpfen, dass wir nicht nur bei irgendwelchen wichtigen Konferenzen wie in New York im letzten Jahr mit den internationalen Nachhaltigkeitszielen, da haben sich alle darauf verpflichtet, dass man sagt, die setzen wir jetzt mal um. Das heißt, wir müssen unser Handelsregime qualitativ auch anders entwickeln. Das kann dann auch zu Handelserleichterungen führen, aber das muss gebunden werden an bestimmte andere Ziele. Ich sehe das im Moment noch nicht, dass das genügend angegangen wird, aber so könnte TTIP Sinn machen. Und kurzfristig will ich noch ergänzen, das sind nicht nur Branchen, sondern auch ganz viele Arbeitsplätze, die dranhängen an also diesem Handel. Deswegen, also es sind nicht nur Konzerne, die daran verdienen. Also bei uns in Bremen ist Mercedes der größte Arbeitgeber und 30% der Produktion geht in die Staaten. Die zweite Sache ist aber in der Tat, also ich glaube schon, dass wir hatten das mit den Wertschöpfungsketten in internationalen, wir haben eine Globalisierung, die Fakt ist. Und zwar nicht nur auf den ökonomischen Bereich, sondern beim Klima ist es auch offensichtlich, das wird man nicht also kleinstaatlich oder sonst wie lösen können, sondern nur, wenn man zwar mit unterschiedlichen Einzelmaßnahmen, aber mit einer insgesamt gleichen Orientierung daran geht. Und deswegen ist es wichtig, dass man versucht, auch ambitionierte Abkommen zu machen. Das, was bisher mit TTIP also im Ansatz war, war also nicht die richtige Richtung, weil es eben sehr stark drauf, also vor allen Dingen Freihandel, und zwar Freihandel nicht also gekoppelt an also weitergehende gesellschaftspolitische Ziele, sondern nur aus rein ökonomischen Interessen heraus. Das ist nicht ausreichend, aber dann macht es gerade Sinn, mit den Amerikanern also auch so etwas zu machen, weil wir haben es auch schon angesprochen, dass mit Entwicklungsländern die Zusammenarbeit zwangsläufig ganz anders aussehen wird, weil es die beiden entwickelsten, wirtschaftlich entwickelsten Regionen der Welt sind. Und wenn wir da es schaffen, vernünftige Fortschritte zu machen, dann kann das in der Tat ausstrahlen und auch einen globalen Nutzen dann sogar haben. Lieber Joachim Schuster, ganz lieben Dank erstmal. Wir machen gleich die letzte Runde mit TTIP, und zwar unter anderem auch um die Frage, können wir uns wirklich TTIP leisten, nicht zu realisieren? Es gibt ein paar gute Gründe dafür, dass es geht, und auch vielleicht ein bisschen Hoffnung. Wir sind gleich wieder nach den Nachrichten da für Sie und hoffe Sie auch. Danke Ihnen herzlich. Bis gleich.